Dieses Let's Play wird Ihnen mit freundlicher Unterstützung präsentiert von der Mühlenwälder Runenwurst. Gereift im Alter der Rune mit der Mühle vor dem Wald. Muss ein bisschen laden. So, herzlich willkommen zum fünften Teil Odyssey im Auftrag des Königs. Sechster Teil, du Dödel! Oh. Ja, ich muss mich an allererster Stelle mal bedanken an das Odyssey Mod Team. Und zwar wurde mir auf der YouTube-Plattform auf meinem Kanal Folgendes geschrieben, weil ich im fünften Teil Olegs Laute nicht gefunden habe. Beziehungsweise ich den Schlüssel von Gunther nicht bekommen habe, weil ich nämlich fälschlicherweise Marbots Pfeife, also die Quest mit Marbots Pfeife gemacht habe. Und dann hat er Gunther einen anderen Tagesablauf genommen. Ja, und dann sollte ich auch den Schlüssel von Gunther kriegen, wenn ich das nicht gemacht hätte mit der Pfeife. Aber mir wurde ein Tipp gegeben, ich müsste dann den Schlüssel halt eben mit einem kleinen Cheat sozusagen ins Spiel bringen. Und zwar werde ich das dann machen. Ich habe das hier extra hier auf meinem Tablett hier mal aufgeschrieben. Jetzt gucke ich mal. Ach ja, richtig. Dann gehen wir auch gleich den Marvin Gay Mode ein. Nein, nicht Marvin Gay, das war ein Rock'n'Roller. So, Batsch. Jetzt sind wir im Marvin-Mode und dann machen wir mal das Inventar auf, welches mit... Weiß ich, muss er doch automatisch... Insert, da ist es. Genau. ITKE. Itke. Item KE. Was, wofür dieses KE ist, weiß ich nicht. So, dann Burggarten Arthanos. Da muss es klappen. Großes B. Burg. Da ist es doch. Wunderbar, ich bedanke mich. So, und dann haben wir jetzt auch den Türschlüssel endlich bekommen. Ja, dann nochmal vielen Dank an das Odyssey Mod Team. Ohne diese Hilfe hätte ich wahrscheinlich schon stundenlang noch weiter mich irgendwie, So, dann nehmen wir den auf. Und wie sieht es aus? Gut, okay. Da wird nichts mehr kommen. Also sonst hätte ich nämlich stundenlang hier rumforschen können und hätte dann nicht in den Burggarten gelangen können. Jetzt muss ich mich wieder neu orientieren. Where is the Burggarten? Das war doch irgendwie so ein lustig Türchen. Ach ja, erstmal irgendwo links rein. Hier stehen sie wieder. Kämpfe. Da kannst du eh nichts dran ändern. So, dann machen wir erstmal die Quest Olegs Laute. Oh, das war hier. Olegs Laute. Ja, so. Die Spitzhacke habe ich übrigens schon auf dem Rücken. Hätte ich, glaube ich, schon in der vierten Folge gehabt. So, ups, oh, lecker Heilpflänzchen. Erstmal hier ein paar Heilpflanzen collecten. Oh, falsch, ich muss looten sagen. Ja, ich habe schon auch einige Kommentare zu meinen lustigen Worten looten gekriegt. Beziehungsweise, ich finde das komisch, das Wort, dass man so viele Anglizismen benutzt. Ja, was soll's. Jetzt müssen wir mal hier ein bisschen aufräumen hier. Brodele, und wie hab ich denn hier geblutet? Das gibt's doch nicht. Blute hier, das gibt's gar nicht hier. Diese Parettchen. Gut, okay, geblattene Fleisch. Ja, okay, da sind wir so ein bisschen hier auf der sicheren Seite. So, und dann war noch als Tipp... Was macht man hier? Was war das? Ist sich da etwas erinnern? Ein kleiner Lederbeutel und einen Bolzen. Zum Glück für eine... Oh, Goblinbären. Für eine Armbrust später und nicht in der Hose. Bolzen in der Hose, nicht wahr? Gut, fällt rüberig. Nochmal. Dann war der Tipp von dem Odyssey Mod Team. Da ist ein kleiner Haufen. Da soll dann irgendwo... die Laute versteckt sein. So viel zu dieser Hilfe.
Ich meine, dass es dieser kleine Haufen ist. Den Heilpflanzen. Und dann müsste noch hier irgendwas passieren. Ja! Hack. Hack. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ei, was hast du gefunden? Oleg Laude. Na super. Da wollen wir mal gucken, ob es auch noch funktioniert, die Laute von Oleg. Das ist die hier. Sieht schön aus. Okay. Sie funktioniert noch und ist 1A gestimmt. Wunderbar. So, haben wir hier noch was? Ich denke mal, wir haben hier nichts mehr. Dann können wir jetzt getrost die Quest abschließen. Dann müssen wir nun wieder Oleg finden. Bin ich froh, dass ich das hier hinter mir habe. Bup, 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 bup. Er musste es ja besser wissen. Das hat er wirklich nicht verdient. Von mir erfährt keiner was. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Jetzt bist du? Ich hab was anderes Bruno gehört. Oleg, wo war denn Oleg? War der oben? Das ist der man Bruno. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Nee, das ist der Wenzel. Nee, ist nicht gut. Also da geht's auch, glaube ich, zum... Nicht, warum er's... Ja, zu diesem königlichen... Das wundert mich nicht. Boten hin. Wir können nur abwarten. Dann werde ich hätte dann das anders hochgehen. Gemacht. War doch irgendwo hier an der Seite. Noch mehr Ärger kann nee, das ist jetzt hier mit oder? Oliver. Oder ich gehe wahrscheinlich wieder falsch. Mein Gott, das ist auch so riesig hier. Das ist, eine Sache. Das ist dieser Holzturm. Muss ich mir mal ein für alle mal merken hier. Ich wundere mich aber gar nicht. So, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder in meiner Kajotte. Ne, das ist Raimund. Wetten? Jetzt bin ich hier wieder im Knast. Lecker Knast. Bin gespannt, warum der da hockt. So, das ist jetzt hier. Das ist unser Händler. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Na klar. Gucken wir nochmal eine geschlossene Tür. Das war doch schon vorher. Wollen wir gucken, wer liegt denn da? Das kann natürlich nur wieder ein Waffenknecht sein. Ne, ein Tankred. Tankred ist das. Okidoki. Das ist abgeschlossen. Ne, doch nicht. Udele. Ach ja, unser Jonathan. Jonathan the Cook. Gucken, was er sagt. Nö, er sagt noch nichts. Nicht gegen die Tür laufen da. Nee? Oleg, wo ist denn der Oleg? Ich sehe doch irgendwie... Oh, Oleg, Oleg, Lolleg. Oh, da steht niemand. Ich glaube, ich bin wieder im falschen Flügel. Ne? Hey du, Wildwache. Heißt er denn? Walter ist er. Okay. Ohne den richtigen ja. Schlüssel kriege ich das nie auf. Gut, dann wir haben ja völlig im falschen Flügel hier gelandet. Jumpico. Daran wird sich nie etwas ändern. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Genau das habe ich auch gesagt. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Daran wird sich nie also, etwas ändern. Stopp. Das hat er doch schon vorher gewusst. So steht es in den Heiligen Schriften. Jetzt in den Heiligen. Ich kann das nicht glauben. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Mich fragt ja keiner. Die Bücher müsste ich, glaube ich, auch alle durchlesen. Hört eigentlich keiner auf mich. Kann das sein? Ich handle stets in Innos. Dass ich die Bücher auch alle durchlesen muss? Mein Gott!
Jetzt sind wir wieder hier. So, tolle Nummer. Oleg. Wo ist Oleg? Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwo im ersten Stock, in einer der... Irgendwie ein Stockwerk höher. So steht es in den Heiligen Schriften. Ich habe so eine Orientierungsschwäche. Okay, das ist hier der Wein. Ich brauchst du das nicht zu fragen. Keller, denke ich. Ja, das ist der Weinkeller, richtig. Da habe ich den Wein noch nicht angefasst. Der arme Kerl kann einem leid tun. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Hier nicht. Meine ich müsste durch. So weitergehen. Durch diese? Oder hier einen hoch? Ja. Möglich dann war das alles. Doch. Da wo dieser Typ da ist, mit kapiert. Also doch ein hoch. Meine Meinung kennst du ja schon. Hier muss er sein. Ja, genau, richtig. Das war doch da wo die vielen. Na, hier ist aber nur Herbert und Flynn. Ich glaube nicht, dass ich daran was ändern. Ja, wo finde ich Oleg? Ach, das ist meine Herberge gewesen. Ja. Herbert und Blind. Das sind doch alles nur Gerüchte. Let's have a look here. Ich weiß langsam nicht. Hanson Kunz, wetten. Nee, Ralf. Das habe ich auch gesagt. Und Kunz. Ich wäre mir da nicht so sicher. Leute, Leute, Leute. Bruno, jetzt ist Bruno da. Das ist Hinz und das ist Bruno und das ist Kunz. Okay, da brauche ich nicht durch. Da kam ich ja her. Gucken, was Ralf noch zu sagen hat. Aha. Na gut, okay, soll man nicht ganz kommentarlos hier durch die Gegend irren? Ich habe über Vanguard etwas in Erfahrung bringen können. Tatsächlich? Dann schieß mal los, ich kann es kaum erwarten. Na, viel ist es nicht. Vanguard wird weiterhin von den Orks belagert. Man muss wohl damit rechnen, dass die Mauern der Hauptstadt bald fallen. Oh je, dann können wir wohl bald damit rechnen, dass die Orks auch hier auftauchen. Es gibt aber noch Hoffnung. König Roba verfügt angeblich über eine Geheimwaffe. Mit dieser will er die Orks am vollständigen Sieg hindern, sobald diese in die Stadt eindringen. Eine geheime Waffe? Was mag das für eine sein? Das wollte mir der Paladin, von dem ich alles erfahren habe, nicht verraten. Es muss aber eine Waffe sein, die nur zu einem bestimmten Fall einsetzbar ist. Na, immerhin weiß ich jetzt, wie die Situation vor der Hauptstadt ist. Das wird die Jungs sicher interessieren. Dank dir, dass du dich erkundigt hast. Nicht der Rede wert. Von wegen nicht der Rede wert. Weißt du was? Wenn du willst, kannst du zum Dank von mir lernen, wie man Schlösser knackt. Und das sogar gratis. Ist ganz hilfreich, sage ich dir, wenn man mal darauf angewiesen ist. Wie? Du kannst Schlösser knacken? Na sowas. Von wem hast du denn das gelernt? Ach, weißt du, da war mal ein Matrose. Ist schon eine Zeit lang her. Aber ich denke, das willst du nicht wissen. Ach ja, bevor ich es vergesse. Ein paar Dietriche kannst du auch von mir günstig bekommen. Das ist gut. Also, ach, das von wegen gratis, aber 10 Lernpunkte. Erst gucken wir mal in unserer riesigen Liste, meine Herren. Okay, Gildenloskreis, Erfahrung 540. Oh, ich habe Lernpunkte 12. Hä? Normalerweise kenne ich das immer mit 10. Oder habe ich schon irgendwie was gemacht? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwas... Aha, aha, aha. Gut, Stärke, Geschick, blablab, badam, badam. Okay, dann gucken wir mal ins Logbuch rein. Und gucken auf erfüllte Missionen. Und dann lese ich gleichzeitig vermisste Pfeife. Also die erfüllste Pfeife, die vermissten Missionen. Quatsch, nein. Vermisste Pfeife, die habe ich neulich gehört aus Vanguard. Okay, das habe ich gerade mit ihm durchgemacht. Aktuelle Mission, Brief an Vater und Mutter. Hä? Wenn ich an die Gefahr durch die Orks denke, frage ich mich, wie es eigentlich meinen Eltern geht, die auf Korines leben. Vielleicht sollte ich ihnen einen Brief schreiben. Okay. Der verlorene Turmschlüssel, der Büchsenmacher anheuern, Olegs Laute. Da gehen wir mal hin. Mal gucken, ob das... Da
Da ist also nichts dazugekommen wegen des Schlüssels. Ist auch kein Wunder. Weil es ja nicht richtig lief. So, Hinz. Das ist der Bruno. Der Kunz. So, Brünochen. Und sonst noch irgendwelche neuen wegen der Grundausbildung. Ich will von euch Armbrust schießen. Bildet mich ein und ich will gestärkt und gespielt werden. Nee, dann machen wir mal Ende. Genau das habe ich auch gesagt. Wollen wir jetzt Schlösser knacken lernen? Ja, es bietet sich doch an. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Aber erstmal frage ich ihn. Sag mal, Ralf, du bist doch ziemlich geschickt. Naja, ich denke schon. Warum? Hast du vielleicht das Buch über Geschick gelesen, das für die Grundausbildung benötigt wird? Das Buch vom Canvas? Klar habe ich das gelesen. Das müsste ich sogar noch haben. Was heißt müsste? Hast du es jetzt oder nicht? Moment. Lass mich doch überlegen. Aber sicher, ich habe es noch in meiner Truhe. Na toll, aber auf den Gedanken kommen, es mal zurückzugeben, kamst du wohl nicht, was? Mann, ich hatte es einfach vergessen. Und da Bruno zurzeit sowieso nicht ausbildet, dachte ich... Er bildet aber jetzt wieder aus. Und ich möchte das Buch gerne haben. Ist ja schon gut, Roland. Hier hast du den Schlüssel zu meiner Truhe. Du kannst es gerne haben. Aber Ralf, sehr nett von dir. Fragen wir mal. Hast du vielleicht auch die anderen Bücher? Weiter. Nein. Oder hast du sie etwa in meiner Truhe gefunden? Jetzt sei doch nicht so nachtragend. Tut mir auch leid, dass ich vorhin so aufgebraust bin. Ja, ja, ist schon gut. Du rennst dir wohl wahrscheinlich wegen den Büchern jetzt die Hacken wund, was? Genau so ist es, Ralf. Und Bruno konnte mir nicht sagen, wo ich suchen soll. Hm. Hast du es schon mal beim Bücherschrank probiert, wo die Bücher normalerweise stehen? Glaub nicht. Wo ist denn dieser Bücherschrank? Na, im Turmzimmer der Hauptleute. Vielleicht hat da die Bücher wieder jemand einsortiert. Das hätte mir doch Bruno bestimmt gesagt. Aber ich kann es ja mal probieren. Hast du vielleicht noch eine Idee? Nun, vielleicht hat noch jemand anderes sich Bücher ausgeliehen. Das Buch über Armbrustschießen könnte jeder haben, der über eine Armbrust verfügt. Versuch's mal bei den Waffenknechten. Das Buch über Einhandwaffen hingegen kann jeder haben, wenn es nicht im Bücherschrank zu finden ist. Das wird schwierig. Und das Buch über Muskelkraft, tja. Was tja? Keine Idee? Nun, ich selbst habe mal das Buch gelesen. Das ist aber schon sehr lange her und wer es danach bekam, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich von dem Buch schon bald zu viel bekommen und es nur oberflächlich gelesen. Wieso? Ist es denn so schwer? Schwer zu lesen, denn es hagelt von Rechtschreibfehlern. Abgesehen davon sagen mir Hautzus-Theorien überhaupt nicht zu. Ich frage mich ernstlich, wie man so ein Gestammel für einen Klassiker halten kann. Hautzus, Hautzu-Theorien können eigentlich nur jemand begeistern, der kein großer Freund des Denkens ist und lieber mit der Faust spricht. Ja. Also jemand, der total aggressiv drauf ist und im Kopf nicht viel drin hat. Tja, und da fällt mir im Moment niemand ein, der unter uns so drauf sein könnte. Oh. Naja, auf jeden Fall erst einmal danke für deine Hilfe, Ralf. Tut mir leid, viel konnte ich dir nicht helfen. Doch, da fällt mir einer ein, und zwar dieser Kapiert-Typ. Ralf, nicht abhauen, ich möchte von dir noch einen Skill haben, und zwar... Blöd. Warte mal. Genau das habe ich auch gesagt. Zeig mal, wie ich Schlösser knacke. Also 10 Lernpunkte von... Zeig mir, wie ich ein Schloss knacke. Okay. Schlösser knacken ist schon eine Kunst. Du brauchst da ganz schön Fingerspitzengefühl. Und ein paar gute Dietriche. Allerdings sind manche Truhen mit speziellen Schlössern versehen, die sich nur mit dem passenden Schlüssel öffnen lassen. Glaubst du wirklich? Wenn du also vor dem Schloss kniest... Dann drehe deinen Dietrich nach links oder rechts. Wenn du ihn zu stark oder zu schnell bewegst, dann wird er dir abbrechen. Gar nicht, warum er sich so. Aber je geschickter du wirst, desto leichter wird dir der Umgang mit dem Werkzeug von der Hand gehen. Es war genau so, wie du es sagst. Na, dann zeig mal deine Dietriche. Lass uns erstmal abwarten, was daraus wird.
Wir können hatten nur davon abwarten, vergessen. Wir gesagt. 65 Dietrichon. Wert 10. So, wie viel habe ich? Ich habe schon 3. Ich weiß langsam nicht. Nee, ich will erstmal ein bisschen geschickter werden, sonst brechen wir nicht zu schnell ab. Oder ich kann immer wieder speichern und wieder von vorne anfangen. Das mache ich aber nicht. So. Ich wäre mir da nicht so sicher. Nee, das ist wahrscheinlich noch nicht. Wegen der Grundausbildung. Ja, was ist da? Warum hört eigentlich nee, klar. keiner auf mich? Ja. Ich kann das nicht mehr hören. Mich fragt der Oleg, müssen wir was finden. Unbedingt. Das kann ja nicht ewig so keine werden. Ahnung, sag du es mir. Ralf. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Denzel. Warum erfahre ich das jetzt erst? Ja. Von mir hat er das. Das Waffenknecht. Dann. Waffenknecht? Das ist doch nichts Neues. Möglich ist alles. Leute, wo ist das dieser Oleg? Das will doch keiner mehr hören. Ich habe mir nicht gemerkt, wo Oleg sich versteckt. Ich weiß gar nicht, warum er sich so. Ich meine, der muss doch im Hof sein. Meine Meinung kennst du ja schon. Einige Probleme. Ist bestimmt im Hof. Im Hof, im Hof, im Hof. Das hat er doch vorher gewusst. Ich glaube, ich bin doof, denn Oleg ist im Hof. Ist doch wahr. Garantiert. Warum erfahre ich das erst jetzt? Ich hätte das nicht gedacht. Das kann ja nicht ewig sein. Der Ritter, dann wollen wir mal gucken. Wo gehen wir denn da mal hin? In welche Richtung? Gehen wir mal rechts rum. Da war er irgendwo oben am Stehen. Nee, das ist das Zimmer von Gunther, ne? Ich sollte doch noch Ralfs Truhe angucken. Oh, die habe ich natürlich schon, die Truhe. Wo ist Ralfs Truhe? Ne, eins nach dem anderen. Ich kann mich hier nicht zerteilen. Davon lasse ich lieber die Finger. Zip, 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 zip. Warte mal. Bin schon hier. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Da war ich schon drauf. Ingolf. Oleg, Oleg, wer bist du da oben? Ich glaube, da ist oben jemand, das müsste er sein. Irgendeiner von den Leuten hier unten. Ja, natürlich. Oleg war oben auf der Mauer, da habe ich ihn angesprochen. So. Olegs Laute. Spiel mal leiser, Oleg, mit deiner Laute. Da ist er. Oleg. Hey! Ich habe deine Laute. Ich habe deine Laute gefunden. Gunther hatte sie im Burggarten vergraben. Hier hast du sie. Dieser Mistkerl. Ich danke dir, Roland. Hier, nimm diese 100 Goldstücke zum Dank. Danke, Oleg. Die kann ich gut gebrauchen. Ich habe übrigens noch einen Rat für dich. Ja? Übe doch einfach etwas früher. Am besten so, dass du am Abend eine Stunde eher aufhörst. Die Leute stört es nämlich nur, dass du zu diesen Zeiten probst. Ansonsten hat niemand was gegen deine Musik. Nicht mal Gunther, obwohl er eindeutig zu weit gegangen ist. Danke, dass du mir das sagst. Es war total egoistisch von mir, dass ich nicht auf die anderen Rücksicht genommen habe. Ich werde in Zukunft etwas früher üben. Tu das. Dann gibt es auch keine Probleme mehr. Werde ich, ganz bestimmt. Ach, Hauptsache, ich kann jetzt endlich mein neues Stück proben. Was sagst du? Du hast ein neues Lied komponiert? Ja, habe ich. Und den Text hierzu habe ich selbst gedichtet. Interessant. Kann ich mir den Text mal ansehen? Na klar. Doch halt. Den habe ich ja gar nicht bei mir. Wo ist er denn? Sag bloß, der ist jetzt ebenfalls verschwunden. Nein, nein, glücklicherweise nicht. Doch ich habe ihn an einem sicheren Ort versteckt. Hier? In der Burg? Nein, außerhalb. Wenn ich komponiere, verlasse ich häufig die Burg und suche meinen Lieblingsort auf. Dort bin ich ungestört. Naja, meistens zumindest. Ach, wie blöd, dass ich mir jetzt den Fuß verstaucht habe. Ich würde sonst den Liedtext holen und gleich anfangen zu üben. Wenn du willst, dann hole ich für dich dein Lied. Ich müsste nur wissen, wo es sich befindet. Also wenn du das für mich tun könntest, dann würde ich dir gleich nochmal etwas Gold geben. Sagen wir 50 Goldstücke? Abgemacht. Wo befindet sich der Text? Auf unserem Berg führt unterhalb der Burgbrücke ein Pfad zu einer großen Höhle.
auf der anderen Seite des Berges. Im Inneren der Höhle befindet sich eine verschlossene Truhe. Dort befindet sich der Text. Das werde ich finden. Ich hole deinen Text. Sehr schön. Ach übrigens, der Synchronsprecher, der Sprecher von Oleg, da hört man wirklich eine gute Qualität raus. Klasse gemacht. Was jetzt nicht heißen will, dass alle anderen schlecht sind, natürlich nicht. Jeder macht das, was er kann und was er hat. Doch logisch. So, nochmal gucken. Olegs Laute, Olegs Lied. Soll ich da jetzt hingehen? Ein Brief an Vater und Mutter. Ich werde erstmal rübergehen zu den anderen Peoples, die sich beschwert haben, dass Oleg zu spät geübt hat. Vielleicht gibt es dann irgendwie noch so eine bisschen Erfahrung. Oh, ich habe es geschafft, dass ich Oleg veranlasst habe, dass er jetzt später spielt. Mal gucken. Darf man, lass ich lieber die Finger. Das mache ich eigentlich immer ziemlich gerne. Das ist wirklich nicht mein Problem. Dass ich mal gucke, ob keiner guckt. Glaubst du wirklich? Wo hast du das denn schon wieder her? So, hier nicht durch. Ich hätte das weiß nicht ich gedacht. Ist das wirklich war genau okay. So, wie du sagst. Erzähl mir nichts. Ich kenne meine Meinung sich will also ja einiges. Keiner hören. Ich habe es auch schon mal gehabt, dass das sind Quests später, ich dann daran wird sich nie etwas ändern. Jemanden angesprochen habe und ich gar nicht wusste, wo es um ging. Sagen können. Mich fragt ja keiner. Ich bin ganz seiner Meinung. Er stellt sich das immer so an. Ja, warte mal. Nee, Flint ist der Nachtdienstliebhaber. Ja, jetzt glauben. Haut ihr alle ab. Das interessiert mich nicht. Frei. Warte mal. Einige Probleme erledigen sich von mir. Was bekloppt ist, sind nochmal angequatscht. Wenzel Gunther. Man erzählt sich ja so einiges. Wir können nur abwarten. Weiß gar nicht mehr, was das nicht zu sagen. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Und ins Logbuch gucken will ich nicht. Herbert, genau, Herbert. Das hat er doch vorher gewusst. Keine Ahnung, sag du es mir. Ich erzähl dir. Hallo Herbert, kann ich dich mal was fragen? Als ob ich nicht schon genug Probleme. Was willst du, Alter? Lass mich in Ruhe, kapiert? Schon wieder das Gleiche. Das muss ich wohl anders machen. Lass uns erstmal abwarten, was daraus wird. Hat er doch vorher gewusst. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Hey Herbert, kennst du vielleicht den großen Herkules Hauzu? Was, Alter? Du kennst den Hauzu? Das ist wirklich nicht mein Problem. Hätte ich dir Weichei gar nicht zugetraut. Probleme erledigen von ja. Na klar kenne ich den. Also ich finde, dass der schon was ganz Besonderes ist. Das kann einem leid tun. Das ist der auch, Alter. Lass mal abwarten, was daraus wird. Ich habe sein ganzes Buch gelesen. Das interessiert super, mich super, was der drauf hat. Das war ein Genie, sag ich dir. Warum erfahre ich das jetzt? Hey, Alter. Das war endlich mal ein Buch, was man verstehen konnte. Meinst du? Hat mir so gut gefallen, dass ich es gleich behalten habe. Der Kerl kann einem leid. Tatsächlich? Kann ich es mal sehen? Nee, Alter, das kannst du nicht. Und damit eins schon klar ist, den Hauzu bekommst du nicht zu lesen, kapiert? Immer wieder das Gleiche. Damit können nur echte Kerle was anfangen. Warum erfahre ich das? Jetzt lass mich in Ruhe. Das hat er wirklich nicht verdient. Ist doch wahr, erzähl mir nichts, ich kenne so. Meinst du, mir geht es besser? Hast du keine Angst, dass man dir das Buch klaut? Ich glaube. Was, Alter? Mir den Hauzu klauen? Mir, dem Herbert? Genau, das habe ich auch. Du spinnst doch, kapiert? Dann hast du sicher ein gutes Versteck, oder? Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Quatsch, Alter! Das Buch vom Hauzu habe ich in meiner Truhe. Und den Schlüssel trage ich bei mir, kapiert? Die falschen Leute gehört. Also kann mir auch keiner den Hauzu klauen, ist doch wohl klar, kapiert? Das will doch keiner. Ja, kapiert. Das ist eine schlimme Sache. Das hätte er doch besser gesagt. Warum hat eigentlich keiner Hoffnung? Dann gucken wir nochmal, das ist Oleg. Mal gucken, ob er wegen des Liedes. Aber wo sind die anderen, die sich über Oleg beschwert haben? Ich habe so was mehr Zeit. Mich musst du das nicht zu fragen. Dann muss ich nochmal ins Log gucken. Warte mal. Ralf? Herbert? Herbert hat nicht darauf reagiert. Ralf und Gunther. Also.
dann haben wir das schon mal erledigt. Das will doch keiner von wissen. Ralf und Gunther und Herbert kriegen wir kein Feedback. Ich weiß langsam, ist nicht schlimm. Das ist dafür machen wir jetzt hier. Brauchst du das nicht zu fragen? Wir haben doch jetzt die sechste Folge, nicht die fünfte. Also die sechste Folge wird das jetzt sein. Ja, kommentiert, Daumen hoch. Ich brauchst du das nicht zu fragen. Das hat er noch vorher. Bis zum nächsten Mal. Da muss man glauben, nicht, dass das alles. Sag mal, kannst du dich nicht ordentlich verabschieden? Mit ein bisschen mehr Bestimmtheit. Was soll denn immer dieses? Ich hoffe, dass hier ein und Daumen hoch und nochmal. Das muss mit Bestimmtheit kommen. Merkt ihr das mal? Das, und zum Beispiel so von wegen hier: Daumen hoch, abonniert mich und schaltet nächstes Mal wieder ein, damit das hier ordentlich zum Laufen kommt. So muss das gehen. Also merkt ihr das?